Okay, Birky, genug ist genug. Stomi und ich fahren jetzt erstmal wieder in die Stadt. Da gibt's heute nämlich eine große Weihnachtsparade. Wie schaut's aus? Kommst du mit? Ah, das wird so super! Musik, Süßigkeiten und jede Menge Bratäpfel nur für mich! Moment mal. Yes, Baby. Heißer, heißer. Jungs! Jungs, schaut mal! Jungs! Ja? Genau! Psst, Jungs! Frohe Weihnachten! Beeil dich, Marv! Die Typen tauchen jeden Moment auf! Oh Gott! Harry! Sie ist nicht da! Was? Das kann doch nicht wahr sein! Hallo? Einen Moment! Wir sind erledigt! Halt die Klappe, Morph! Ich klär das! Ja, bitte? Haben Sie das Paket? Das war's! Das war's! Auf welches Paket? Der Dampfstrahler. Mit extra starkem Druckkopf. Ach, das Paket! Nun, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Uns wurde nämlich gesagt, dass der Übergabetermin sich verschoben hat. Hat man Ihnen das etwa nicht mitgeteilt? Wo ist das Paket? Ja, nun, nicht hier. Oh, das war's. Das war's. Gentlemen, beruhigen Sie sich. Kein Grund, unhöflich zu werden. Sie bekommen das Paket noch heute geliefert, wie versprochen. Wann? Kommen Sie einfach um 18 Uhr in unsere Hauptzentrale. Es gibt auch leckeren Kaffee und Zimttörtchen. Das war knapp, Harry. Wo ist diese verdammte Figur? Wenn sie nicht in seiner Wohnung war, hat er sie vielleicht woanders versteckt. Was war der Typ nochmal von Beruf? Metzger? Lehrer, Harry. Zumindest steht das auf dem Zettel hier. Na dann los! Jungs, Jungs, schaut mal. Oh, verdammt. Letzte Chance, Kumpel. Okay. Alles klar, fokussieren. Fokussieren. Es gibt keinen Löffel. Es gibt keinen Löffel! Oh, Scheiß! War da was, Harry? Reiß dich zusammen, Marv! Aua. Ah, ja. Birky, wie schaut's aus? Kommst du? Birky? Ist das sein Ernst? Unfassbar!